Willkommen zu einer neuen Episode von Hearts of Iron 4 Operation Weltherrschaft mit Sowjetunion. Ja, okay, am Namen arbeite ich noch. Wir waren letzte Folge stehen geblieben. Wir haben Frankreich besiegt und damit Großteile Afrikas, ein bisschen Brasiliens oder eher gesagt Südamerikas und uns sogar in den Nahen Osten reingeschleicht. Und ja, die Lage sieht sehr gut aus. Nun waren wir stehen geblieben bei der Entscheidung, entweder zerstören wir England oder intervenieren in Spanien. Und ich habe jetzt den Entschluss gefasst, erst falle ich in Spanien ein, also gegen die Nationalisten, dann gegen die Republikaner, kann man das so nennen? Ich nenne es mal so. Und dann gegen England. Versuche England separat zu besiegen, aber ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Mal sehen. Erstmal Zeit laufen lassen. Da. Flugzeuge gehen auch schon mal hin. Ja, eine neue Armee gründen. Und dann mal gucken, wo wollte ich dich aufteilen? Was war das nochmal für eine Front? Ich weiß gerade nicht. Ah ja, genau. Dich wollte ich ja hier hinschicken. Aber eigentlich braucht er ja keine 7 Divisionen. Ja. Ja doch, ich lasse ihn. Ich lasse das. Und solange noch friedliche Jahre sind. Ja, friedliche Jahre. Bis ich. So. Das könnte klappen. Ist ja nur zur Defense. Die Defense. Defense. Und wir haben einen neuen Panzer. Ja, was auch noch erwähnen muss. Oder, na, ein zwar wichtiges, aber auch unwichtiges Feature. Man kann alles upgraden. Das heißt, wir haben ein veraltetes Modell des BT-7 gehabt. Des Panzers gehabt. Und sein T26. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Und den haben wir jetzt ausgetauscht. So. Und notfalls könnten wir den Panzer auch upgraden. Ja, auf 26. Ich lasse es mal, weil. Warum? Ja, wirklich. Nee, braucht noch viel zu lange. Ja, haben wir. Ich gehe auf die Navy. Ich gehe auf die Navy. So. Dann wollen wir mal gucken. Ach ja, genau. Ja. Ich hoffe, die fahren jetzt ab. Und wir haben den Funk. Das ist gut. Forscht weiter. Ah, da sind ja unsere sowjetischen Streitkräfte. Das passt ganz gut. Läuft. Und dann intervenieren wir mal in Spanien. Ja, ihr habt keine Alliierten, weil ihr Versager seid. Nee.
Und wir können da einfach so rein spazieren erstmal. Oh nö. Wüssten die Republikaner, dass ich sie sowieso auch besetzen werde, weil Weltherrschaft kann nicht mit einem... Ja. Und wir haben den nächsten nationalen Fokus. Ich glaube nicht, dass der Krieg so lange hält. Nee, ich mache erstmal einen neuen Forschungsslot sicher. Ist immer ganz praktisch. Boah. Jetzt sterben die Nationalisten. Warte. Wie ist gerade der Bürgerkrieg? Ah, relativ ausgeglichen. Aber okay. Jetzt wendet sich mal eben schlagartig das Blatt. Aber ganz ehrlich, Intervention ist auch manchmal eine Lösung. Indien scheint aber noch unabhängig zu sein. Auch die sind immer noch unabhängig. Ah, da muss sie regulär zerquetschen. Und die Japaner schicken Hilfstruppen. Ah, mit den Japanern ist das so eine Sache. Sie sind einfach auf dem Festland zu besiegen, aber auf ihrer Insel sind sie, ja, einfach gesagt, Dreck. Aber okay, das soll uns noch nicht aufhalten. Momentan läuft es ziemlich gut für uns. Wir überrennen die Spanier. Aber okay. Die Spanier konnten sich auch nicht wehren. Ah, okay, eine Seeschlacht. Okay. Hat Spanien noch irgendwas? Ah, verdammt. Du. Ja, es ist manchmal blöd, wenn man nicht einmal alle Punkte hat. Aber okay. Jetzt hat Spanien nichts mehr. Und der Bürgerkrieg ist auch vorbei. Ich bin so gemein manchmal, aber ganz ehrlich, Krieg ist Krieg. So. Eigentlich schlau, Truppen nach Gibraltar abzusetzen. Erstmal gucken, dass endlich mal die Streitkräfte ankommen. Ah, es wird. Es wird. Also immer noch mit und so. Ah. Also mal das eben erst. Gehe ich erstmal auf besten Maschinentools und ich habe Landdoktrin, ja ich. Ah. Ja doch. Landdoktrin passt, beste. Wen gebe ich die Division? Indian Front? Der Indian Front. Das hilft immer. Und die Planet Ressourcen? Ja. So, passt. Ah. Da fallen die Japaner wie die Motten über China her. Passiert auch ganz gerne, dass die Chinesen den Krieg ganz verlieren. Traurig, aber ist dann einfach so. Okay.
genau. Alles immer so ein Rumgekraxel, da überhaupt hinzukommen. Das ist erstmal so. Vielleicht macht das dann ja automatisch. Geht er jetzt hin? Nö. Ah ja, genau, wegen des Kanals. Ah, Mist, Mist, Mist. Dann müsste ich eigentlich gegen die Türken Krieg führen. Das ist blöd. Okay, Plan B. Prime Plan B. Du schipperst nach Brest. Oder fährst mit dem Zug nach Brest. Und du auch. Ja, dann sollte es klappen. Wir haben noch voll Brücken. Oh, so viele, so viele. Vera-Bomber, Torpedo-Bomber. Ja, den. Die Portugiesen werde ich wahrscheinlich nach den Briten erobern, aber erstmal bereite ich einen Angriff auf England vor. Und es ist immer klug, entweder direkt eine Hafenposition zu nehmen oder daneben. Und ich nehme daneben, weil... Ja. Aber ich warte immer noch, bis alle meine Truppen in Bereitschaft sind. Man kann ja nie gegen so ein großes Land wissen. Was sogar ganz stimmt, denn... Ja, England ist... Mist. Genau, England ist keine zwei... Fuß klein und das Land per se klein zu kriegen ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber schon fordernd. Geht's hier durch? Ich weiß nicht, schicke ich am Abteil da durch? Dahin? Ja, dadurch. Passt. Dann gehe ich erstmal auf bessere Computer. Immer gut. Und ich gehe auf... Ja, dann beziehe ich jetzt mehr Männer in die Armee. Die jungen Männer müssen kämpfen lernen. Ich muss was trinken. So. So, dann habe ich mich ja gut vorbereitet im Fall gegen... In einem Krieg gegen England. Hier sind genügend Truppen. Da sind Truppen. Okay, da sind jetzt keine Truppen, aber ganz ehrlich, das kann ich alles überrennen später. Hier sind jetzt Truppen. Britischen Karten stehen schlecht. Taff. Ja. Genau. Der sitzt ja auch. Also die Briten haben ganz schlechte Karten. Und wir haben jetzt einen neuen Forschungsslot. Dann sage ich... So. Dann speichere ich mal, weil... Ja, diese ganze Kleinarbeit ist ganz schön nervig. Und... Wir benötigen jetzt eine Masse an Jägern erstmal. So. Alles, was an Jägern jetzt habt, wird rausgeschmissen. Ja, euch das.
Ja, doch. Und was auch noch macht? Ja, ist gerade noch ein bisschen so Friemelarbeit. Ich wird gleich weitergehen. Aber das muss ja auch gemacht werden. So, dann. Was forsche ich? Nehme ich das. Ich kenne mich wirklich mit Seeschlachten kaum aus. Ist zwar schlecht. Aber ja. So, nochmal speichern. Gibt nichts über ein gutes Speichern. Und dann kann es losgehen. Level. Chamber. Ich hab's richtig ausgesprochen. So. Oh shit. Wenn wir uns. Wenn ich mich aber beeil, wird schon gut gehen. Hängt aber auch davon ab, dass sie jetzt gleich einen Sieg machen. Sieht gut aus. Jawollo. Jetzt aber schnell verteidigt die Position. Mal ran. Gut. So mehr Truppen ich freikriege, umso früher kann ich die USA attackieren. Und das ist ganz wichtig. Denn die USA ist zwar momentan noch nicht stark, aber ihr wisst ja alle. Ja, die USA, die sind so ein von mir verhasster Staat. Ich sag's mal so, ich hasse den Staat über alles. So, ja. Oh. Jetzt haben die Briten absolut keine Chance mehr. Erstmal die Streitkräfte aber ausruhen lassen. Ah, ich will nicht verlieren. Oh, das ist immer das Blöde. Aber es sieht gut aus. Habt ihr mal vor? Vielleicht erstmal eine Frontlinie setzen. Ich setze immer gerne am Ende eines Landes, weil ja. Übermacht und so. Ah, es sind ein KVD-Division. Ach. Ja, ein bisschen bekommen. So, ihr besetzt mal schön London. Umso schneller der Krieg vorbei ist, umso besser ist es. Oh. Ah, die Tschechen wollen uns helfen. Das nehme ich gerne an. Oh, neue Paratroopers. Gut, denn ich muss ja noch in die USA einfallen. Obwohl, wenn ich England schnell besiegt bekomme, sollte es kein Problem sein. Halb klappen mit England. Sieht's gerade am Rest der Welt aus. Ganz gut eigentlich. Hoffentlich fallen sie nicht ein. Aber den Ural kann ich ja notfalls aufgeben. Nur hier sieht's ja relativ gut aus. Ach. Doch, ihm habe ich eine Frontlinie gegeben. Warum setzt er sich denn nicht in Bewegung? Los, Zhukov. Ja, das läuft doch. Zumindest kriegen wir das Festland Englands. Klingt irgendwie ganz komisch. Aber okay. Ganz gut besetzt. Und hier würde ich auch gerne vorrücken. Und bitte was? Ich schmeiße jetzt einfach irgendeinen General rein.
So, dann kann England sich nirgendwo mal hinflüchten. Ich kann das Land effektiv zerquetschen. Ah, ihr seid doch blöd. Ich weiß nicht, warum Brest, aber es ist irgendwie immer Brest. Frag mich nicht. Leider werden die Briten nicht kapitulieren, wenn nur London fällt. Also, das kann ich schon mit Sicherheit sagen. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Manchmal kriegst du sogar hin, London wehrlos einzunehmen. Das ist zwar nicht häufig, sollte ein bisschen mehr auf Infanterie-Sachen gehen. Ja doch. Ist gerade wichtiger. Viele Toten gibt's? 37? Jo, gut. Ich versuche jetzt die neue sowjetische Frau zu erforschen. Klingt so komisch, aber es ist aber Tatsache. Ja, London hat kapituliert. Okay, kapituliert haben sie noch nicht. Dafür ist der britische Stolz zu hoch. Obwohl, ich frage mich gerade, ob Churchill das Land jetzt übernommen hat. Ja! Aber mit seinem Spruch, wir werden niemals kapitulieren und seiner berühmten Rede, wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden in den Landungsbuchten kämpfen, wir werden niemals kapitulieren, hat er sich hier total verrechnet. Also man merkt, dass die Briten sind hier gerade total aufgeschmissen und müssen sich gegen die sowjetische Übermacht ergeben. Mir sehr peinlich für dich, das jetzt so verlieren. Wir sehen es, meine Damen und Herren. Alles läuft gut. Okay, bis auf die Rohstoffversorgung. Oder kann ich hier ja was abgreifen? Perfekt. Läuft auch. Dann lehne ich hier noch aus. Schiebe eine Division hier hin. Wollo. Versuch mal in Liverpool wieder einzufallen. Oder nee. Kriegt's jetzt zu Tode. Noch mehr Divisionen freimachen. Eben mal gucken, wie es so steht. Hoffen nicht, dass die USA. Und wir sind schon vor Delhi. Also wirklich, das geht schnell. Aber ich habe ja schon gewarnt. Sieht leicht aus, wird aber sehr leicht, sehr schwer werden, gegen Indien vorzugehen. Deswegen ist Indien so ein alter Erzfeind von mir. So, die Briten haben keine Chance. Hat man Leads ein. Aber wir müssen uns wahrscheinlich bis nach Schottland hochkämpfen. Warum fällt ihr denn nicht ein? Ja, das ist Afrika. Ist zwar nicht das gelobte Land, aber wir können hier gut Land grabben. Und Afrika endlich befreien von der Sklaverei. Nur um dann die Bevölkerung dort zu versklaven. Indem ich sie in Gulag schicke. Yay! Yeah. Na komm, mal schön nach Glasgow. Oh, die Briten verlieren so viele Männer. Und sie sind so gedemütigt. Wenn das den Engländer sieht, der wird mich hassen. Aber ganz ehrlich, ich muss eine Quittung wieder gut machen. Die Briten können mich mal. Ein Spaß. Ich heb keinen Hass gegen Briten. Noch nicht zumindest. Noch nicht. So, Delhi ist gefallen. Kann ich aber vom Rest Indiens nicht behaupten. Wo ist eure Klüge? Ich lasse den hinter dem Plus. Ah, die NKVD-Trupps sind... Ja... Lass das mal so, wie es gerade ist. Ja doch, vielleicht schickt die ihm die 4 zur Verstärkung. Ah, nee, eine muss ich abziehen.
Die drei könnte aber gut als Hilfe benötigen. Gerade sieht es für seine Front. Oder ich. Ja, doch, ich lasse sie stoppen. Stopp, Mann. Ich glaube sogar, die wenigsten sind hier in der England. Jawollo! Was? Da muss kurz was regeln. Wo ist denn Ossilovs Front? Liegt das für Zhukov? Ja, genau, er war ja in Afrika. Genau, ich ja nie. Seine Truppen stehen kurz vorm Ärmelkanal und überrollen ihn nicht. Warum auch? Aber die Briten wollen und wollen nicht kapitulieren. Dann müssen sie auf die USA aus dem Krieg. Und ich habe 20 Millionen neues Menschenmaterial. Wie viele Divisionen hat Irland? Eine kriege ich hin. Sollten sogar die Paratrooper hinkriegen. Was ich noch machen möchte eben, ist die Paratrooper. Ja. Stärker zu machen. Und zwar ist das hier der, ja, man kann sagen, Divisionseditor und durch sogenannte Militärpunkte oder Armeepunkte, so können wir ja jeden Trupp so ein bisschen updaten. Und das mache ich jetzt. Also es gibt hier unterschiedliche Sachen. Antipanzerabwehr, eigentlich ganz klug. Das weiß ich. Ja, das. Und ich mache die Division allgemein größer. Oh, jetzt geht uns das Öl aus. Oh, ne, ich nehme Tag. Dutch East Indien. Da. Wir jetzt hier mal kurz eine Front. Bleibt eine Frontlinie. Und weil wir gerade, weil ich gerade hier bin, schick die Truppen einfach nach Dublin. Und dann nach Quark. Und das war's. Das war einfach. So, und jetzt können ich meine gesamte Streitmacht gegen die USA wenden. Okay, gesamte wäre jetzt auch übertrieben, aber... Ja, obwohl Indien... Kriegt das meine Armee noch hin? Ich weiß es nicht. Hier zum Beispiel kann ich sie aber ausmanövrieren. Ah, neue Politikpunkte. Na, hier können wir jetzt aussuchen, was für Panzertypen wir bevorzugen. Und ich sag mal, nehmen den Medium Panzer, dann kriege ich den T-34 ein bisschen leichter.
konzentriert die Feuerkraft. Dann klappt's auch. Und ich sag's mal, solange ich die zentralen Städte Indiens halte, ist das ja alles kein Problem. Jetzt marschierst du da lang. Man ist klug und manövriert sie persönlich aus. Da wollt ihr wahrscheinlich auch mal sehen, dass man selber anlege und die Briten besiege. Oh, nein, das klappt nicht. Versuche, so wenig Kämpfe wie möglich zu verfallen. Das klappt ja ganz gut. So, können die hier vorrücken? Ja. Sieht ja ganz gut aus. Und ich glaube, ich kann jetzt auch mit der Episode aufhören, weiß ich. Ja, oder? Ich verschiebe noch die Truppen und bitte eine Basis, damit ich in der nächsten Folge an die USA angreifen kann. Und ich starte mal hier wieder ab und wieder. Tja. Jetzt rollt ein NKWD-Division dahin. Ja, auch gut. Ah, okay, die Philippinen. Theoretisch. Ah. Neue Landdoktrin und jetzt machen wir Tiefenverteidigung. So, in Afrika nehmen wir alles nahezu in Afrika nehmen wir alles widerstandslos ein. Mein Deutsch. Ach ja, mit New Soviet Man meinen die Kamikaze-Truppen und die möchte ich noch nicht. Noch nicht. Ich muss wieder den Truppen ab nach Brest. So. Dann verschiebe ich meine Lufttruppen. Auf jeden Fall die 6 Fallschirmjäger. Kann ich am besten auch starten. Was bleibt hin? Nee. Da muss eine Seeinvasion her. Was? Nö, erst muss Tschechien pulverisiert werden. Blöd. So, aber es läuft im Gesamtpaket schon mal ziemlich gut. So, ja, dann lasse ich das mal rüber. Oh, die greifen da an.
ein. Ich bin bei deiner Offensive einfach rein. Ah, das ist immer das Problem. Nein! Bei einer so großen Frontdichte. Andererseits kann ich auch wesentlich mehr Männer freimachen, wenn ich auch mal irgendwo die Kessel beende, aber das macht der DKI leider nie. Dukov! Du kriegst... Ja, kriegst neue Angriffsziele. So. Yeah. Mach das Beste daraus. Nee. Sagen die USA sich relativ raushalten, ist ja noch alles bester Mann. Geht's, wie geht's? Ah. Gut. Afrika wird sowjetisch. Nimm Bratislava ein. Bratislava oder Bratislav? Ich glaube, das heißt Bratislav. So. Sieht doch alles relativ gut aus. Ah, es ist blöd, dass ich es nicht hinkrieg. Andererseits, ja doch, ich mache eine Seeinvasion. Das sollte schon klappen. Gott. Das ist immer so blöd, wenn die Truppen widerstandslos vorrücken könnten, aber es nicht tun. Ey. Ja. Könnte ich eigentlich mehr zum Feldmarschall machen. So, und jetzt merkt man auch, da sind seine Proportionen gefallen. Aber okay. Oh, den nehme ich. Nehme ich rein. Gut. Jetzt mache ich noch Massenmobilisierung. Stell die Offensive ein. Das muss doch alles selber machen. Chaos. Oh, ich hasse es, gegen Tschechien zu kämpfen. Ich hasse es. Dass Tschechien sich an allen Seiten verstärkt. In NKWD-Division ist das auch keine große Hilfe. Komm schon, es muss nur Bratislava fallen. Dame Division. Haben die Tschechen keine Verteidigungslücke mehr? Nein? Also. Warum kriegen die es nicht? Ah.
Shit, ich hasse die Tschechen. Alla. Bringt zwar jetzt nicht viel, weil... Nächstes Mal nehme ich das Land früher ein. Das sage ich mir immer wieder, mach's aber nie. Oh Gott, das ist nie erschlagend. Komm schon, nimm doch nur Bratislav ein. Alter, obwohl das ist eigentlich eine so dumme Idee. So, aber endlich. Ah, ah. Keine Attacke. Oh, das ist doch so nervig. Komm schon, es muss nur die eine Provinz fallen. Scheiße. Das geht gerade alles wieder mal schief. Aber ja. Müssen wir mehr Divisionen hinschicken. Lukov, rück doch vor. So. So macht man das. Noch so viele Divisionen, die frei stehen. Was soll man machen? Es ist eine KI. Komm, komm, fall, 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 fall. Ah, shit. Schick mehr Männer dahin. Und statt allgemein meine Offensive wieder. Das kann ich mir nicht mehr länger ansehen. Oh, der hat... Oh. Das tut mir in der Seele weh. Ja. Halleluja. Alter. Woher nehmen die all die Divisionen? Ganz ehrlich. Da haben die Divisionen, da haben die Divisionen. Die demütigen mich. Das ist nicht gut. Alter, starb auch nicht immer wieder Attacken. Mann, ich hasse Tschechien. Vielleicht kann ich sie noch in den Rücken fallen. Bitte. Na, das wird eine längere Episode, ich merk's. Na egal, Hauptsache ich besiege doch schon mal Tschechien. Da auch wieder. Da sind wieder plötzlich Truppen.
läuft langsam, aber sicher. Verteidigung um Tschechien. Das riecht nicht so auf, aber nun nächste Welle auf Tschechien. Die Männer kosten so viele unnötige Männer. Aber dafür muss er erstmal seine Reihen wieder auffüllen. Danke, Tschechien. Ah, jetzt geht's langsam gut. Vorteil ist, wenn man die Verteidigungsanlagen umwindet hat, geht es relativ schnell. Ja, jetzt ist das Land nahezu schutzlos, meiner Macht ausgesetzt. Kapituliert. Ah, endlich. Oh, ist das befriedigend. Erstmal schön ich an. Andererseits. Marschieren wir da lang? So. Ja, okay, hier in Afrika können wir, kann ich ja ruhig Boden verlieren. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache, ich greife gleich mal die USA an. So, jetzt habe ich... Jawollo! Ja! Erstmal speichern. Jawoll! Hier noch so ein paar Restwiderstände, die kann ich zusammenschlagen lassen. Ja! Läuft! Okay, extrem hohe Totenzahlen durch Tschechien, aber das werden wir alles im Kampf gegen die Amis wieder rausprügeln. Und das mache ich nächste Folge. Bis denne!